Also wir sind nach 3 Jahren, ich war dort 3 Jahre am Theater und dann ist wir sind dann, mein Vater hatte ja keine Stelle, ich war die Einzige, die was verdient hat. Wir haben dann ein kleines Mittagstisch gemacht und so weiter und dann nach 3 Jahren hat aus Budapest, da war ein sehr großes Orchester mit 100 Mann und da ist der Kapellmeister verstorben und dem Sekretär ist mein Vater eingefallen und der hat ihn gerufen, ob er das Orchester übernehmen würde. Und so sind wir zurück nach Budapest. Und da war ich ja schon Anfang 16 und sprach aber nicht Ungarisch, nur Deutsch und Französisch. Und da war als zu Gast war damals der Zirkus Busch aus Deutschland in Budapest. Und da habe ich mich beworben als Girl. Ich konnte ja nichts anderes machen wie nur tanzen, weil ich eben die Sprache nicht beherrschte. Und ja, die haben mich dann auch genommen und da war ich dann ein paar Monate und habe inzwischen Ungarisch gelernt und dann war ich in der Volksoper. Und Ihre Mutter hatte aber eine andere Religion in den Pass eintragen lassen, dass Sie evangelisch seien. Ja, also in Budapest war das schon schwieriger, weil dort hatten wir ja unsere Papiere und die waren ja alle Geburtsurkunde und alles. Also da wusste man, dass wir Juden sind. Und ja, das war dann in 35, 36. Und dann sind wir von Paris in Budapest, kam hier dann Hitler nach Ungarn. Und ehrlich gesagt, also die Ungarn waren größere Nazis als die Deutschen beinahe sozusagen. Und warum? Wie hat sich das geäußert? Ja, sie haben uns umgebracht, ganz einfach umgebracht, eingesperrt, umgebracht. Es war also, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das ist unvorstellbar. Also, ich bin dann, das hat noch eine Weile gedauert, bis es so schlimm war, das war 38, 39, sogar, ja, Ende 39, wie die Deutschen nach Ungarn kamen. Inzwischen habe ich ja meinen Mann kennengelernt, habe ich noch gastiert in Sofia und er auch. Und dort im Zug haben wir uns kennengelernt. Und er war ja auch Opernsänger. Und er konnte ja auch, durfte auch nicht mehr auf der Bühne. Es war damals so, dass man bekam keine Genehmigung mehr, auf die Bühne zu gehen. Aber als Artist bekam man noch einen Artistenausweis und damit konnte man noch auftreten in Bars, in Varieté und so weiter. Und da hat ein Freund von ihm, der Pianist war, die haben ein Quartett zusammengestellt und sind dann in ein Varieté nach Sofia und in dem gleichen Varieté bin ich auch aufgetreten. Ich war aber nebenbei bemerkt schon dass zum dritten Mal schon in Sofia, weil inzwischen bin ich mit meiner Schwester umhergereist, auch in Rumänien und überall, solange man noch konnte, bis die ersten Luftangriffe dann kamen. Ja, und dann hatte ich noch einen Partner, mit dem ich das erste Mal in Sofia war. Mit dem haben wir Fred Astaire und Ginger Rogers kopiert, also genau die gleichen Tänze gemacht und hatten damit auch großen Erfolg, haben sogar in Budapest im Film einen Tanz getanzt
Da war der berühmte Regisseur Vassari und der wollte einen Film, Tanzfilm mit uns machen. Und mein Partner war leider sehr hochmütig und hat gesagt, wenn wir aus Amerika zurückkommen, aber war keine Rede von Amerika. Naja, das war dann. Und dann, wie die Deutschen kamen, dann war ja alles aus. Dann konnte man ja gar nichts mehr machen.